Sieben wichtige Bewegungen mit der Drohne, die man auf jeden Fall kennen sollte. Viel Spaß! Beginnen wir gleich mit dem sogenannten Reveal Shot. Der ist relativ einfach zu erstellen, aber wichtig, um dem Zuseher die Umgebung zu präsentieren. Am Beginn von Videos oder Orten, die man zeigen will, eignet sich diese Bewegung sehr gut. Was man dafür machen muss, ist einfach, dass man den rechten Steuerungsknüppel nach vorne bewegt, dann den linken Steuerungsknüppel auch nach vorne bewegt und gleichzeitig das Gimbalrad nach oben dreht. Neuere Drohnen wie zum Beispiel die Mini 2 können sogar leicht nach oben filmen, weswegen man von oben beginnen kann und dann mit dem Gimbal immer weiter runter geht. Das gibt dem Zuseher wie gesagt einen Ersteindruck, aber hilft auch, die Umgebung, die man zeigen will, zu präsentieren. Als nächstes geht es um den sogenannten Crane Shot oder auch Chip Shot genannt. Man kennt ihn sicher aus Film und Fernsehen und er ist mit einem Kran relativ aufwendig und teuer zu erstellen. Man kann das nämlich auch mit der Drohne machen und das ist einfacher als man glaubt. Insbesondere an Orten mit wenig Platz, wo man sich nicht viel bewegen kann, lohnt sich diese Bewegung, weil es zuerst so aussieht, als würde man sich eine normale Kameraaufnahme ansehen, aber dann bemerkt, dass es sich eigentlich um eine Drohnenaufnahme handelt. Im Vergleich zu einem Kran hat man auch eigentlich fast keine Limitierung in irgendeine bestimmte Richtung. Was man jetzt tun sollte, ist, dass man zuerst mit der Drohne auf eine bestimmte Höhe fliegt, zum Beispiel 8 Meter, und die Kamera auf das Objekt oder die Szenerie, die man aufnehmen will, richtet. Dann beginnt man über den linken Steuerungsknüppel die Drohne langsam nach unten zu bewegen und mit der Kamera nach oben zu schauen. Das kann man aber auch umgekehrt machen oder es mit einer leichten Rückwärts- oder Vorwärtsbewegung ergänzen. Außerdem würde ich euch empfehlen, dass ihr solche Aufnahmen im Tripod-Modus erstellt. Finde ich persönlich bei zum Beispiel Event-Videos sehr spannend und ist sicher eine gute Ergänzung zu den Kameraaufnahmen am Boden. Bewegung Nummer 3 kennt man sicher unter dem Namen Top-Down-Shot. Wie man schon am Namen erkennen kann, sieht man in dieser Perspektive von oben nach unten und versucht somit die Perspektive eines Vogels zu imitieren. Das einzige, was man dafür machen muss, ist, dass man auf eine bestimmte Höhe fliegt, dann nach unten schaut und danach entweder vorwärts oder rückwärts fliegt. Man kann diese Bewegung aber auch abwandeln und statt vorwärts oder rückwärts zu fliegen, einfach nach unten fliegen und die Drohne langsam drehen. Das geht auf der Steuerung so, dass man den linken Steuerungsknüppel nach unten bewegt und gleichzeitig leicht nach links oder rechts dreht. Das bringt Dynamik in die Bewegung und sieht meiner Meinung nach sehr spannend aus. Umgekehrt, also dass man nach oben fliegt und sich dreht, sieht oft sogar besser aus und kann die Umgebung sehr gut präsentieren. Man könnte die Bewegung nach unten theoretisch auch einfach rückwärts abspielen. Dann sollte aber keine Bewegung im Bild stattfinden, weil wenn zum Beispiel ein Auto vorbeifahren würde, dann würde es einfach rückwärts fahren. Diese Bewegung hat meiner Meinung nach das gewisse Etwas und ist nicht schwer zu machen. Bewegung Nummer 4 wäre der sogenannte Tracking Shot. Bei dieser Bewegung versucht man einfach ein Objekt im Mittelpunkt zu behalten und es zu verfolgen. Autos eignen sich hier besonders gut, aber auch natürlich nur, wenn der Autofahrer auch Bescheid weiß. Die meisten Drohnen haben das automatische Active Track mittlerweile an Bord, aber Drohnen wie die Mavic Mini 1 oder Mini 2 haben das nicht, weswegen man einfach viel üben sollte. Bei Drohnen wie der Mavic Air 2 funktioniert dieses Active Track wirklich sehr gut, aber wenn man etwas geübt hat, bekommt man es auch natürlich manuell hin. Machen wir gleich weiter mit einer Bewegung, die die meisten von euch sicher schon probiert haben. Die Rede ist vom klassischen Vorwärts- oder Rückwärtsflug oder auch Straight Shot genannt. Der ist ganz leicht zu erzielen, indem ihr einfach euren rechten Steuerungsknüppel nach vorne oder nach hinten bewegt. Eine simple Bewegung, die ihr in vielen Situationen verwenden könnt. Kombiniert man das jetzt noch mit einer kleinen Gimbalneigung und zum Beispiel einem Flug nahe an Objekten, bekommt man kreative Aufnahmen, die meistens sehr schön aussehen. Weil manche Drohnen auch wie gesagt leicht nach oben schwenken können, kann man auch einfach von oben beginnen und langsam die Szenerie zeigen. Mittlerweile ist das einer meiner Lieblingsbewegungen, weil man relativ einfach wunderschöne Ergebnisse bekommen kann. Als nächstes geht es um den sogenannten Fly-Away-Shot. Bei dieser Bewegung kann man klein starten und mit der Zeit seine ganze Umgebung präsentieren. Sie ist sehr wichtig, wenn man viel von seiner Umgebung zeigen will.
Das Erstellen dieser Bewegung ist sehr leicht, weil man einfach nur auf der Steuerung den rechten Steuerungsknüppel nach unten drücken muss und gleichzeitig den linken Steuerungsknüppel leicht nach oben. Wenn man will, kann man jetzt auch noch eine kleine Gimbal-Bewegung nach unten oder nach oben hinzufügen. Wer sich das aber noch nicht zutraut, kann es auch automatisch über die Quickshots in der App erstellen lassen. Sie ist aber relativ leicht zu machen und sehr interessant für den Zuseher. Die siebte und sogar schon letzte wichtige Bewegung nennt sich Orbit Shot und ist wahrscheinlich auch am schwersten zu erstellen. Sie ist aber klar meine Lieblingsbewegung, weil die Aufnahmen sehr dynamisch wirken und man sie so gut wie immer machen kann. Ist aber wie gesagt wahrscheinlich auch die komplizierteste Bewegung aus diesem Video. Ihr müsst es nämlich schaffen, dass das, was ihr aufnehmen wollt, immer in der Mitte bleibt. Auf der Steuerung muss man gleichzeitig den linken Steuerungsknüppel nach links oder rechts bewegen und den linken Knüppel in die gleiche Richtung. Ist etwas aufwendig, aber mit etwas Übung nicht unmöglich. Wer es selbst nicht üben will, kann aber auch die automatischen Quickshots verwenden. Generell sind die Quickshots sehr einfach zu machen und können euch echt viel Arbeit abnehmen. Wer es aber professioneller will, wird am manuellen Fliegen nicht herumkommen. Das waren jetzt also 7 Flugmanöver, die man auf jeden Fall kennen sollte und vor allem auch anwenden sollte. Wenn ihr weitere kennt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zusehen und bis bald.